staubige Wüsten, etwa 225 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. So stellt man sich den Mars vor. Der Weg zur ersten bemannten Mission ist weit, aber sechs Schüler der HTL Arnichstraße in Innsbruck sollen helfen, ihn zu verkürzen. Die Schüler sind Teil einer internationalen Kooperation, die einen neuen Raumanzug für Mars-Simulationen entwickelt, genannt Serenity. Unter der Leitung des österreichischen Weltraumforums fertigen die jungen Ingenieure Helm und Kopplungssystem des Anzugs. Keine leichte Aufgabe. Bei der Einheit Helm, die wir ausgewählt haben, die Hauptprobleme eben sind da zu hohe Masse und auch eingeschränktes Sichtfeld. Und wir müssen eben das jetzt vom alten Helm möglichst optimieren, dass wir eben mit anderen Materialien zum Beispiel auf eine geringere Masse kommen. Auch beim Kopplungssystem sind die Anforderungen hoch. Kostengünstig soll es sein, aber auch leicht für den Transport und gleichzeitig stabil. Das ÖWF hat beim alten Raumanzugsimulator Auda X noch kein Kopplungssystem gehabt. Das heißt, wir haben das von Grund auf neu konstruiert. Natürlich mit Hilfe vom Internet, wo wir uns natürlich was von der NASA zum Beispiel abgeschaut haben und dementsprechend haben wir es dann für unseren Fall bestmöglich konstruiert. Viele der nötigen Bauteile müssen die zwei Teams selbst entwerfen und berechnen. Steht der Plan für die Konstruktion, werden die Teile bestellt oder gleich selbst gefertigt, zum Beispiel mittels Laser. Wie gut die Teile passen, zeigt sich beim Zusammenbauen. Schließlich müssen sie getestet werden. Beim Kopplungssystem muss der Hebel reibungslos funktionieren. Beim Helm wird zu drastischen Mitteln gegriffen, um die Stabilität zu prüfen, erzählt Jakob. Da haben wir einen Test durchgeführt und haben sie mit einer Luftdruckpistole beschossen, wo wir eigentlich gedacht haben, das müsste jetzt halten, aber leider war es eben nicht so und da sind wir aktuell nur beim Überlegen, wie wir das Problem lösen. All diese Arbeitsschritte geschehen in der Freizeit. Für die sechs jungen Ingenieure ist der Anzug mehr als ein Projekt. Er ist ihre Diplomarbeit. Meine Motivation, an dem Projekt mitzumachen, war zum einen zu sehen, wie begeistert die Leute selber sind, die dann arbeiten oder für das verantwortlich sein. Und zum anderen, da es ein sehr spezielles Projekt ist und nicht so konventionell, was normal für die HTL sonst so gemacht wird. Bis Juni müssen Helm und Kopplungssystem fertig sein. Da werden die Konstruktionen erstmals offiziell geprüft. Das persönliche Ziel ist natürlich, dass im Endeffekt alles funktioniert und dass sie möglichst viel auch wirklich so übernehmen können für den realen Einsatz nachher, dass sie da vielleicht unser Modell in irgendeiner Weise als Anstoß für eine Idee oder was nehmen. Eine richtige Mars-Mission wird für die Maturanten alterstechnisch allerdings nicht mehr möglich sein, denn bis dahin ist es für die Forschung noch ein langer Weg, auch wenn er schon etwas kürzer geworden sein mag.